Was sind für dich so die drei wichtigsten Erfolgsstrategien oder Erfolgsprinzipien, die du zum Beispiel deinen Söhnen weitergibst? Wie sieht ein perfekter Arbeitsalltag im Leben von Jörg Löhr aus? Gab es in deinem Leben als Unternehmer so Aha-Momente, wo so ein Knoten geplatzt ist? Wenn du jemandem, einem guten Freund, nur drei Strategien weitergeben dürftest, was wären deine drei Strategien? Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal ganz von vorne anfangen müsstest oder von vorne anfangen dürftest? Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmer? Warum ist Mentoring aus deiner Sicht einer der stärksten Erfolgshebel oder der Erfolgsstrategien, die es so gibt? Als mir vor einigen Monaten bei einer intensiven Atemmeditation diese intuitive Erkenntnis kam, die Idee, ein Filmprojekt zu machen, bei dem ich meine eigenen Mentoren der vergangenen 10 Jahre interviewen würde, hätte ich niemals gedacht, was dieses Filmprojekt, diese Idee in meinem Leben für eine Durchschlagskraft haben sollte. Wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, dann kommt dir das Folgende vielleicht bekannt vor. Als ich vor über 15 Jahren mein erstes eigenes Unternehmen gegründet habe, stellte ich ziemlich schnell fest, dass ich ein unglaublich fundiertes Fachwissen hatte, aber ich hatte keine Ahnung davon, was es bedeutet, Unternehmer zu sein oder was Unternehmertum ist. Ich hatte keine Ahnung von Kundengewinnung, Marketing, Positionierung oder Zielgruppenanalyse. Ich hatte auch keine Ahnung davon, wie man Mitarbeiter einstellt oder ein Unternehmen so organisiert, dass es nahezu auf Autopilot läuft. Ich hatte keine Ahnung von Mindset und warum es immer sinnvoller ist, mehr am Unternehmen zu arbeiten statt im Unternehmen. All diese Erkenntnisse, die ich in den vergangenen 10 Jahren gemacht habe, habe ich meinen Mentoren zu verdanken. Und nachdem ich meinem ersten Mentor begegnet war und gemerkt habe, dass es so viel smarter und einfacher ist, dieses Wissen einzukaufen, statt durch schmerzhafte und teure Erfahrungen, die oft langwierig dauern, selber zu machen, habe ich beschlossen, mir jedes Jahr einen Mentor und einen Coach zu suchen, um von diesen Menschen zu lernen. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Erfolgsstrategie Modeling of Excellence genannt wird. Ich habe mir zu verschiedenen Bereichen, im Bereich Online-Marketing, im Bereich Unternehmensführung, im Bereich Mitarbeiter, Unternehmer-Mindset, ich habe mir verschiedene Mentoren gesucht, von denen ich lernen konnte, wie funktioniert es. Denn es ist ungleich einfacher, dir Wissen zu holen von Menschen, die bereits dort sind, wo du vielleicht hin möchtest. Und einen Punkt möchte ich dir an dieser Stelle schon wärmstens ans Herz legen. Ich habe, als ich den Film geschnitten habe, ist mir bewusst geworden mit tiefem Bedauern, dass ich die einzelnen Interviews sehr stark reduzieren und schneiden musste. So kommt zwar die Essenz des Interviews rüber, aber letztlich nicht die Atmosphäre und der größere Zusammenhang in den Aussagen und Antworten meiner Mentoren. Und damals entstand die Idee, warum nicht aus den kompletten Interviews zusätzlich ein begleitendes Buch zum Film machen? Und das Buch heißt Erfolgsfaktor Mentoring, das richtige Mindset und sofort umsetzbare Strategien für besseres Marketing, höhere Umsätze und mehr Freizeit für Unternehmer. Und ich möchte dir dieses Buch wärmstens ans Herz legen. Du findest darin nicht nur die kompletten Interviews mit meinen Mentoren, sondern du findest darin auch meine wichtigsten Strategien in Form einzelner Kapitel zum jeweiligen Mentor oder zum jeweiligen Thema des Mentors. Egal, ob das ein Jörg Löhr ist im Bereich Business Coaching oder ein Alexander Christiani im Bereich Storytelling, ein Alex Rouge im Bereich Produktivität und Erfolgsstrategien und. Wenn du dir das Buch holen willst, geh auf die Internetseite www.erfolgsfaktor-mentoring.de, hol dir da das Buch, die Erstauflage verschenke ich komplett, du zahlst lediglich die Verpackung und den Versand und das Buch mit dem gesamten Wissen auf über 284 Seiten bekommst du komplett gratis, weil ich mich einfach darüber freue, dass du dir jetzt diesen Film anguckst und meinen Mentoren so unendlich dankbar bin. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß jetzt bei dem Film und wir starten sofort in die erste Frage. Allererste Frage für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Wer bist du? Wer ist Alexander Christiani? Und was macht dein Unternehmen, beziehungsweise wie hilfst du Unternehmern und Unternehmerinnen im Alltag?
Also mal in ganz dürren Worten beschrieben, ich habe ursprünglich Jura und Wirtschaft studiert, meine zwei juristischen Staatsexamen gemacht, auch kurz für eine Anwaltskanzlei gearbeitet und habe da aber schon festgestellt, am meisten helfe ich meinen Mandanten dann, wenn wir nicht zu Gericht müssen. Mit anderen Worten, wenn wir geschickt mit der Gegenseite verhandeln und etwas finden, wo nachher beide Seiten gut mit leben können. Ja, und ich habe so viel Nachfrage schon damals von Kunden, ich wollte gar nie Seminare geben als Rechtsanwalt, wenn du so willst. Und da gab es so viel Nachfragen von Kundenseite, hey, wie Sie verhandeln, kann man das nicht irgendwie lernen? Können wir nicht von Ihnen als Anwalt ein Seminar dazu bekommen? Dass ich mich in der Tat selbstständig gemacht habe vor Urzeiten 1988 in meiner ersten Firma Christiani Persönlichkeitsmanagement, weil für mich hatte Kommunikation immer auch viel mit der dahinterstehenden Persönlichkeit zu tun. Also ich bin schon seit 1994 in der Verlagsbranche und natürlich auch in der Erfolgsbranche. Hinter mir sieht man die meisten meiner Produkte. Also ich bin der Verleger des Rusch Verlages und des Aufsteiger Verlages und auch der Zeitschrift Noch Erfolgreicher. Und mir gehört auch das Alex Rusch Institut und die Firma Rusch Consulting. Ich wurde vor allem bekannt, weil ich Hörbücher herausgebracht habe, die auf Büchern mit Millionenauflagen beruhen. Vertont mit Top-Schauspielern. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe, schon ab 1994. Und da kamen immer dann weitere Produkte dazu, dann kamen Erfolgspakete dazu, dann kam irgendwann ein Mastermind dazu, also das Mehr ist möglich Intensivprogramm und dann auch der Rouge Marketing Diplom Lehrgang etc. etc. Ja, also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Jörg Löhr und ich bin Gründer und Inhaber der Jörg Löhr Akademie. Aber wie sind wir dorthin gekommen? Vom Werdegang, ich habe neben Studium und Leistungssport, ich hatte das Glück, 14 Jahre lang Handball-Bundesliga und Handball-Nationalmannschaft zu spielen. Hatte dort 94 Mal das Privileg, das Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft zu tragen. Über all diese Erfahrungswerte, Ausbildungen, die ich gemacht habe, bin ich dann dahin gekommen, dass ich eigene Unternehmen gegründet habe. Diese Unternehmen, die haben gut funktioniert und so kam dann eine Unternehmensberatung auf mich zu und fragte mich, ob ich dort mitarbeiten will. Und in diesem Kontext durften wir Seminare für unsere Kunden geben und da merkte ich, das ist mein Spielfeld, da habe ich Lust zu agieren. Für all diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wer bist du und wie hilfst du Unternehmern und Unternehmerinnen? Ich habe letztendlich immer die Idee oder immer die Aufgabe, die ich persönlich für mich sehe, Leuten dabei zu helfen, Unternehmern dabei zu helfen, mehr Geld zu verdienen und weniger zu arbeiten. Das ist noch dazugekommen, um das nicht um jeden Preis machen zu müssen. Das ist eine Ergänzung, die letztendlich dazu gekommen ist. Und das tue ich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich mit Software, wie zum Beispiel mit Webinaris und mit Vifugo, wo letztendlich das Thema Marketing und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Vordergrund steht. Und natürlich auch weiter, und auch da bin ich im gleichen Fahrwasser wie damals, Mentoring für Leute, denen dabei zu helfen, ihr Produkt so zu positionieren, dass Leute es kaufen wollen, dass Leute Lust darauf haben. Ja, da könnte ich jetzt so tief antworten, wie das Leben selbst ist. Aber ich beginne mal damit, dass ich sage, ich bin seit 3 Jahrzehnten Unternehmer, habe mein erstes damals aus einer sehr tiefen Frustration gegründet und innerhalb von 12 Monaten auf über 1 Million Umsatz gebracht. Damals gab es das Internet noch gar nicht. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie es heute betrieben wird. Und ich habe 99, also vor 23 Jahren jetzt angefangen, mein Wissen, das ich mir auch nicht alles selbst angeeignet habe. Ich habe die vielleicht Intelligenz, Weitsicht oder das Glück gehabt, schon im ersten Jahr meines Unternehmertums mit einigen der weltbesten Marketing-Gurus unserer Zeit zu arbeiten. Ich spreche von Leuten wie Jay Abraham. Wer ihn nicht kennt, Guerilla Marketing ist seine Wortschöpfung. Einfach mal nach Google gehen, Guerilla Marketing, Jay Levinson. Und sich da mal ein paar Bücher von ihm besorgen. Oder ich spreche von Chet Holmes oder Jay Abraham. Persönliches Coaching mit denen zu machen, verändert alles. Also mein Werdegang ist schnell erklärt. Ich bin ungeeignet als Angestellter. Ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht, direkt nach der Hotelfachschule, mit einem Eigenkapital von 950 D-Mark.
habe mich dann langsam hochgemuskelt in der Szene-Gastronomie. Alles, was zur Sturm- und Drangzeit gehört, war dabei. Jazzkeller, Live-Musik, Diskothek, American Diner, Mexican Bodega, französische Bistros. Der 9. Betrieb war das erste Hotel. Und diese ersten 9 Betriebe hatten einen Geburtsfehler. Ich war Pächter, also Unternehmer zweiter Klasse. Ich habe viel Geld in fremde Immobilien investiert. Und das würde ich heute nie mehr machen. Aber beim 10. Mal war es dann endlich soweit. Alles auf eine Karte gesetzt, die Pachtobjekte verkauft und dann einen denkmalsgeschützten 350-jährigen baufälligen Hof erworben vor den Toren Nürnbergs, also in der nordbayerischen Diaspora, und den in den letzten 39 Jahren ausgebaut zum regelrechten Hotel Dorf. Inzwischen sind 3 Bauernhöfe integriert in dieses Ganze. Also die Hausnummern gehen jetzt von 6 bis 12. Und jetzt ist aber mit Wachstum Schluss. Jetzt setzen wir nur noch auf qualitatives Wachstum. Ja, wer bin ich? Also ich komme vielleicht mal kurz zurück zu meiner Historie. Ich habe studiert und komme aus den, oder habe lange Jahre in den größten Agenturen, Werbeagenturen der Welt gearbeitet, hauptsächlich hier in Frankfurt und für sehr viele namhafte Kunden wie Shell, Ikea, Hewlett Packard und Lufthansa und so weiter. Immer mit einer Aufgabe, nämlich das Zauberwort war grundsätzlich wir als Dienstleister, nämlich einen hohen Response zu schaffen, einen Rücklauf zu schaffen, die Ziele des Unternehmens zu erreichen, Umsatzziele und so weiter, Bekanntheit, Kundenbindung und viel andere auch. So, das war alles okay, wir waren auch gut, dafür hat die ganze Branche ja sehr viele Instrumente entwickelt, sehr viele Maßnahmen entwickelt und man hatte natürlich auch sehr viel Futter, um irgendwas zu erreichen oder anzuwenden. Mein Pech oder großes Glück vielleicht auch in meinem Leben war die Wirtschaftskrise in den 90er Jahren. Da ging nichts mehr. Und viele der Kunden, die unserer Agentur, die kamen verzweifelt, sagen, was können wir machen? Die Werbung funktioniert nicht mehr. Alle Maßnahmen funktionieren nicht mehr. Wir stehen kurz davor zu schließen. Und das war für mich auch so wie so ein Paradigmenwechsel, Gott sei Dank. Ich bin ja eigentlich ein Systemanalyst. Wenn ich was die Hände bekomme, ich nehme alles auseinander, setze neu zusammen und ich teste es in der Praxis. Der interessante Punkt war aber, und das haben natürlich viele nicht gesehen, die 25 Karrierejahre davor haben mich natürlich extrem qualifiziert, genau zu wissen, was im Storytelling im Businessbereich funktioniert und was nicht funktioniert. Und auch zu wissen, unabhängig davon, wann was aus den USA rüberschwappt, einfach weil Stories seit 100.000 Jahren das effektivste Werkzeug sind, um menschliche Kommunikation zu emotionalisieren, Gefühle zu bekommen, innere Filme zu bekommen und damit auch Nutzen emotional zu verstehen und dann aufgrund des Verständnisses eine Entscheidung treffen zu wollen, dass das sozusagen der heilige Gral auch in der Business-Kommunikation werden würde. Wie helfe ich Unternehmern und Unternehmerinnen? Ganz einfach, indem ich ihnen zeige, dass Erfolg erstens kein Zufall ist und zweitens machbar. Und so heißt mein Buch auch Die Formel des Erfolgs und nicht positiv denken. Darin finden Sie ein komplettes System, wie Sie nicht nur jeden Parkplatz frei programmieren, den Sie wollen, sondern auch jedes Ziel erreichen, was Sie sich im Herzen wünschen. Ja, also man kann sagen, was wir tun, wir machen Firmen und Menschen erfolgreicher mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen und Produkten. Eben einerseits mit den Hörbüchern und Erfolgspaketen, womit es gestartet hat. Und es ging dann alles weiter, auch mit dem Alex Rouge Inner Circle und mit diversen Mitgliedschaften, plus mit unserer Erfolgszeitschrift, die es seit dem Jahr 2000 gibt. Also im Prinzip ist immer das Ziel, dass man auf der Erfolgsspur bleibt. Tja, was machen wir mit unserer Akademie? Nutzen Menschen und Unternehmen dabei, ihr mögliches Potenzial zu entfalten. Wir befähigen Menschen quasi und Unternehmen, dass sie ihren Erfolg vom Zufall befreien, ihn planbar und realisierbar machen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel da draußen an Strategien, an Technologie, an Ideen haben, aber die sind immer nur so gut wie die Prinzipien, die hinter ihnen stehen. Und wenn wir die Prinzipien verstanden haben, und das ist das, was ich auch immer bei meinen Kunden immer triggern möchte, dass ich bei meinen Kunden bewirken möchte. Ich möchte gerne immer bewirken, dass sie das Prinzip verstehen, weil egal, wie sich die Welt dann verändert, egal, in welche Richtung sich die Welt verändert, egal, ob wir neue Medien bekommen, ob alte Medien nicht mehr funktionieren, ob sich irgendwas tut, wenn das Prinzip verstanden worden ist, dann können wir uns immer
intelligent anpassen und trotzdem erfolgreich und profitabel arbeiten. Und neben dem Schindlerhof wurde ich halt, ohne dass ich was dazu getan habe, angefragt, Vorträge zu halten. Wie machst du das? Warum ist das so erfolgreich? Und da ist eine zweite Firma entstanden, die heißt Glow & Tingle. Und über die mache ich Keynotes auf Kongressen für alle Branchen und natürlich auch ein- oder zwei Tagesseminare. Das geht nicht mehr, die Ziele des Unternehmens zu verfolgen, sondern ich habe eine komplett neue Haltung, innere Haltung eingenommen und habe gesagt, nein, ich kümmere mich nur noch um die Zielgruppe, um die potenziellen Zielgruppe meines Kunden. Ich nehme keinen Auftrag mehr an, mache mal irgendeine Kampagne für neue Kundengewinnung, sondern ich schaue, wer ist denn die wirkliche Zielgruppe? Übrigens, weltweit habe ich jetzt über 500 Unternehmen, mehr sogar, gearbeitet. Und noch nie habe ich erlebt, dass man tatsächlich die richtige Zielgruppe im Hause definiert hatte. Aber wir können dir an einem Punkt weiterhelfen, um den sich alle anderen nicht kümmern. Und das ist eben, wir helfen dir, deine Golden Nuggets und deine Stories zu entwickeln. Die anderen draußen setzen die Fähigkeit, dass jemand seine eigenen Golden Nuggets entdeckt und seine eigenen HAHA-Erlebnisse, die auch beim Kunden gut ankommen, schon kennt und die auch gut im Storytelling rüberbringen kann. Das setzen die anderen, wenn du jetzt ein Traffic-Konzept machst. Ich habe auch viele Kooperationspartner in dem Bereich. Das wird beim Traffic-Konzept vorausgesetzt. Was ich mache, ist, Unternehmern zu helfen, nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern auch ihr Mindset, ihre Persönlichkeit nach vorne zu bringen und sich ein freieres und glücklicheres Leben zu erschaffen. Na, auf Deutsch gesagt, in der Lage zu sein, 6 Monate im Jahr hier auf Hawaii zu leben oder wo immer das Herz einen hinträgt und ein automatisiertes und wie man heute so schön sagt, skalierbares Unternehmen zu haben. Ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Deswegen heißt meine Firma auch Next Big Thing. Ja, ich suche immer nicht nach dem, was gestern funktioniert hat. Ich habe viele Dinge, glaube ich, auch beigetragen in dem Markt, was E-Mail-Marketing betroffen hat, dann was diese High-Ticket-Geschichte betroffen hat. Und jetzt bin ich halt immer auf der Suche nach dem nächsten Ding, wo ich Innovator sein kann und wo ich neue Dinge in den Markt einbringen kann, die eben einen Wettbewerbsvorteil, auch im Prinzip übrigens, der Competitive Advantage heißt es so schön, wo ich einen Wettbewerbsvorteil für meine Kunden bringen kann. Und ich habe halt den großen Vorteil, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann als Unternehmer, weil ich ein funktionierendes, lebendiges Unternehmen habe, was sich ständig weiterentwickelt und muss nicht über Theorie schwadronieren. Alle Unternehmen, hunderte Branchen, bei denen ich gearbeitet hatte, sagen heute eindeutig, der Dreh- und Angelpunkt von deinem Erfolg ist immer die Positionierung. Und daraus ist auch dann mein Zitat entstanden, wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Was unterscheidet deine Arbeit bzw. dein Unternehmen von anderen Unternehmen, die vielleicht auch irgendwie Hörbücher rausbringen? Wo würdest du sagen, wo seid ihr insbesondere positioniert? Wer sind eure Zielgruppen? Und wie unterscheidest du dich von anderen Unternehmen oder ihr? Das sieht man auch direkt beim Rouge Erfolgskatalog eben, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und da gehört dazu, dass wir eben hohe Qualität bieten, schon seit dem Start. Wir achten extrem stark auf die Qualität, auf den großen Hörgenuss. Und dann natürlich auch das mit den Millionen-Bestseller, weil das Exklusivrechte sind, die deutschen Hörbuchrechte, die nur wir haben. Und dann der dritte Punkt mit den Erfolgspaketen, die sehr aufwendig produziert sind, die man auch hier zum Teil im Hintergrund sieht. Da gibt es zum Beispiel das Firmengewinn-Erfolgspaket, das aussieht wie ein Tresor, oder man sieht da hinten auch der Raketeneffekt-Koffer. Das ist immer extrem hohe Qualität. Sag ich, hey, mal unter uns, guckt bitte die 80.000 anderen Steuerberater-Webseiten an, da steht alles überall das Gleiche. Aber weißt du, was das Interessante ist? Und du weißt selber, dass Mundpropaganda die preiswerteste und effektivste Marketingunterstützung ist, die du je kriegst. Und ja, weiß ich. Und dann sage ich, aber weißt du was? Sag mir mal ehrlich, was glaubst du, wie viele Kunden, die von dir begeistert sind, erzählen ihren Freunden, die nachher zu dir hinkommen, den Mist, der auf deiner Webseite steht? Ja. Und dann sind die alle auf einmal geschockt und sagen, nee, gar keiner. Und dann sage ich, und dann klickt es so manchmal. Dann frage ich die, was erzählen die denn vielleicht über dich? Und viele sagen dann ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau. Und dann machen wir teilweise auch Recherchen und Interviews mit den größten Fans von denen. Und dann, Thorsten, kommt nämlich das Individuelle raus, dass manche Leute sagen, weißt du, der Typ ist immer morgens um 7 im Büro.
und zwischen 7 und 8 kann ich den sicher erreichen. Oder der ist sich nicht zu fein, dass er zwischen 18 und 19 Uhr noch ans Telefon geht. Mhm. Oder mein Steuerberater, wenn ich jedes Quartal hingehe, um einmal bei einer Tasse Kaffee die BWA zu besprechen, dann gibt er mir so viele Tipps aus Branchenvergleichen, wo meine Kosten so hoch sind, dass ich allein aufgrund der Kostenersparnis mehr verdiene, als der mir je mit Steuerersparnis rausholen könnte. Ja. Und dann merkst du, auf der Ebene hat fast jeder Experte seine eigenen Stärken, sein eigenes Profil, seine eigene coole Art, die die Kunden schätzen. Und letztlich in Anführungszeichen gesprochen, nur ist das, was wir dann tun, den Menschen zu helfen, das Bewusstsein für diese individuellen Stärken, die sie in den Augen ihrer Kunden haben, zu entdecken und dann genau die Sachen zu kommunizieren, die wirklich zu ihnen passen. Was unterscheidet deine Arbeit oder dein Unternehmen von so vielen anderen? Wo bist du positioniert? Ich glaube, ich habe einen Wahnsinnsruf auch weltweit, nicht so in der Öffentlichkeit, weil ich bin ja mehr so ein Insider-Tipp. Aber in allen für deutschen Firmen, wenn ich so meine Datenbank hier anschaue, von Dubai bis Südamerika, alle kennen meine Literatur, mit vielen habe ich schon gearbeitet. Und was das Besondere an meinem System ist, nämlich an der Energieresonanzpositionierung, das ist, was die Leute fasziniert, endlich mal ein System, was man nachvollziehen kann, nach dem man arbeiten kann. Ich glaube, das war auch die Faszination von mir damals bei der EKS-Strategie, nämlich ein System zu haben, wo du Bausteine hast, nachdem du ganz logisch arbeitest. Das habe ich ja dann erweitert, verbessert. Und das war, glaube ich, das eine, was die Menschen fasziniert hatte. Aber ich glaube, es war auch das große Aufsehen, was ich erregte weltweit, war auch, dass ich tatsächlich nur 2 bis 3 Tage brauche, um ein Unternehmen erfolgreich zu positionieren, sprich die Lösung zu finden für ihr Problem. Das gibt es weltweit nicht. Noch nie zuvor in Business-Geschichte konnte man in 2 bis 3 Tagen eine Alleinstellung finden, eine Nische finden. Gab es noch nie. Und manche Berater, auch Unternehmen, haben gesagt, das gibt es doch gar nicht, das ist unglaubwürdig. Wie kann man das in 2, 3 Tagen schaffen? Wir haben hier Berater schon wochenlang im Hause. Es funktioniert. Das, was unsere Teilnehmer schätzen und immer wieder fasziniert, das ist diese Leidenschaft, der Spirit und das Know-how, mit dem unser gesamtes Team arbeitet, Menschen und Unternehmen wirklich maximal zu unterstützen. Und wie mir immer wieder auch gespiegelt wird, besteht meine persönliche Fähigkeit unter anderem in Seminaren um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Management und natürlich auch bei Online-Ausbildungen darin, wichtige, komplexe Zusammenhänge und Strategien aus der Psychologie und dem Unternehmertum verständlich, praktisch und vor allen Dingen auch leicht umsetzbar zu vermitteln. Denn letztlich ist es für die Teilnehmer nicht entscheidend, was sie wissen, sondern dass sie ihr Wissen auch wirklich ins Handeln, in die Umsetzung bringen. Und Menschen dazu zu befähigen, sich wirklich immer wieder da rein zu begeben, in die Aktionsebene zu gehen. Ich glaube, das ist einer meiner großen Stärken. Also das eine, weil wir radikal auf Servicequalität setzen. Das hast du ja selber erlebt. Mhm. Und dadurch mit einer Preisgarantie arbeiten. Ich glaube, ich bin das einzige 4-Sterne-Hotel momentan, vielleicht sogar in Europa, wo jeder Gast den gleichen Preis zahlt. Also für mich ist Rabatt ein anderes Wort für Verzweiflung. Oder eine Stadt in Marokko. Ja. Und in meiner Branche wird ja nur noch mit Revenue Management gearbeitet. Das heißt, die Hotelpreise ändern jeden Tag. Jetzt fangen sogar schon Restaurantbesitzer damit an, abends mehr zu verlangen als Mittag und an schwachen Tagen weniger. Also das ist für mich der absolute Horror. Mhm. Und das haben wir bis heute nicht nötig. Die Preisgarantie gibt es seit 39 Jahren. Und was die jungen Unternehmer lernen können, wenn sie denn zu mir in die Seminare kommen, dass sie nicht im Unternehmen arbeiten sollen, sondern am Unternehmen. Mhm. Also ich war nie im operativen Geschäft, sondern ich habe immer aus der Vogelperspektive den Betrieb weiterentwickelt. Ich war verantwortlich für Innovation, für Wachstum, aber nicht wie der Hamster im Drehrad von früh bis spät im operativen Geschäft, weil dann entsteht keine Innovation. Ja. Ist ein langer Weg vom Bodyseller zum Unternehmer zu werden. Was meine Arbeit unterscheidet, ist auf der obersten Ebene, dass ich ganzheitlich arbeite.
Das heißt, nicht nur am Mindset, sondern auch Metaphysik, das Manifestieren und Spiritualität. Bedeutet, ich hole den Unternehmer, die Unternehmerin da ab, wo sie steht und führe sie auf die nächste Stufe. Und was meine Arbeit unterscheidet, auch da könnten viele jetzt oberflächlich sagen, klar, ich mache auch ganzheitlich. Wer mal ein Buch über positives Denken gelesen hat, ist meine Persönlichkeit. Sind deine drei wichtigsten Erfolgsprinzipien oder Erfolgsstrategien? Es gibt natürlich unglaublich viel, aber wenn du es eindampfen müsstest auf drei Strategien, wenn du jemandem, einem guten Freund, nur drei Strategien weitergeben dürftest, damit er seine Firma auf Erfolgskurs bringt, was wären deine drei Strategien? Meinem besten Freund würde ich nur eine geben, weil sie die wirklich wichtigste für mich ist, die für mich so wahnsinnig viel Bedeutung hatte, weiterhin hat und auch in Zukunft weiterhin bedeuten wird, die wirklich so banal ist auf der einen Seite, aber die für mich mein komplettes Leben und mein komplettes Denken über eigentlich alles verändert hat, 80-20, ja, Pareto. Ja. Das war für mich, jeder kennt dieses Prinzip, jeder hat davon gehört und jeder hat letztendlich, und ich hole da ganz kurz aus, weil ich das für so entscheidend halte, ich habe noch zwei andere Prinzipien, ja, die ähnlich sind, aber die letztendlich eigentlich auch ein Teil von 80-20 sind, aber die das Ganze viel konkretisieren, was den Business und den persönlichen Ansatz mit betrifft. Spannende Frage. Erstes Erfolgsprinzip, was ich weitergeben wäre, jeder Gedanke hat die Tendenz, sich zu verwirklichen. Es handelt sich aus meiner Sicht dabei bei diesem Prinzip um das mächtigste Lebensgesetz, was von Ursache und Wirkung handelt. Also Materie folgt dem Geist. Bedeutet, alles, was wir in unserem Bewusstsein lange genug festhalten, ist gezwungen, in der Außenwelt Tatsache zu werden. Oder anders formuliert, Gedanken, die wir nicht loslassen, sie werden unser Los. Also meine Erfolgsstrategien, tue Gutes und sprich darüber. Mhm. Das heißt, ich helfe Menschen erstmal, dass sie von mir erfahren, dass sie überhaupt wissen, was Positionierung ist. Das wissen heute noch immer viel zu wenig. Ja. Da habe ich leider meiner Missionarsarbeit ein bisschen versagt, weil ich auch nie die Zeit dazu hatte. Aber ich meine, meine ganz große Mission ist, den Menschen beizubringen, dass es das gibt. Selbst bei Agenturen und Berater, die wissen noch nicht mal, also Werbeagenturen, was wirklich Positionierung ist. Also das wäre mal so mein erster Punkt. Starte, wir müssen starten mit unserem Selbstbild. Wir müssen uns sehen, wie jemand ist, fühlt, denkt, handelt, der nachher draußen die Erfolge produziert, die wir draußen haben wollen. Mhm. Das ist mal mein erster Erfolgsgrundsatz. Ja, das erste Erfolgsprinzip sind wir immer selbst. Wir bestimmen den Reichtum, die Freiheit und das Glück, das wir uns erschaffen. Und das heißt, das erste Erfolgsprinzip könnte man auch so bezeichnen, Fokus oder das Gesetz der Resonanz, wie oben so unten. Und oben ist dann im Gehirnkastel die Gedanken, das Mindset, unser Bewusstsein. Das erste, was ich sehr wichtig finde als Erfolgsfaktor, sind Ziele, insbesondere Jahresziele. Ich habe das seit 1988, da habe ich jedes Jahr so zwischen 7 und 12 Jahreszielen in schriftlicher Form. Die sehe ich mir jeden Tag an. Zum Teil habe ich sie auch auf Audio, damit ich sie mir anhören kann. Und auch Dreambooks. Und ich weiß ja, Thorsten, du hast auch ein Dreambook. Also das erste ist grenzenloser Optimismus. Also ich bin Berufsoptimist und ein Unternehmer, der kein Optimist ist, der zieht das Unglück an wie ein Magnet. Also du hast ja mit den Zen-Meistern das letzte Buch gemacht. Man muss kein Buddhist sein, um zu wissen, Ursache, Wirkung. Wir strahlen das aus. Und wenn ich von früh bis spät sage, ich bin ein armes Schwein, dann werde ich halt ein armes Schwein. Ja. Das ist mal Nummer eins. Das zweite Prinzip ist Star Principle. Eine ganz, ganz klassische, alte Idee von den Unternehmensberatungen. Ich weiß gar nicht, ob es Bain & Company war, der das aufgebracht hat. Ich glaube, es war McKinsey. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wer das ganze Thema aufgebracht hat.
Eine ganz, ganz einfache Matrix. Ah, ja. BCG-Matrix, Boston Consulting. Das zweite Erfolgsprinzip würde ich formulieren in Veränderungen setzen voraus, dass das Ziel klar definiert ist. Wenn ich mich verändere, dann muss ich wissen, wohin ich mich verändere. Denn Veränderung bedeutet, bildlich gesprochen, von einem Ort zum anderen. Und das setzt nun mal die Kenntnis eines Ziels voraus. Mein Kollege Brian Tracy, der hat es mal wunderbar formuliert. Er sagte, Zielklarheit, das sind 80% des Erfolgs. Dann den Menschen zu helfen und durch meine Literatur zu helfen, mit dem Thema zu beschäftigen und zu verstehen und endlich mal aufhören mit diesem Wahnsinnkampf, den sie ständig haben. Und in diese ganzen Fallen, in diese laufen, im Sinne von über den Preis zu verkaufen oder was auch immer, den Vertrieb zu Prostituierten zu machen. Und dann etwas Zweites, das war wirklich für mich selber magisch, weil ich habe das früher am Anfang meiner Karriere anders gelesen in Erfolgsbüchern. Da stand immer sehr stark ein Fokus auf Ziele. Und dann kennst du auch solche Sätze, schreib dir deine Ziele auf. Und die 3% der Menschen, die ihre Ziele aufschreiben, die erreichen sie nachher zu 97% 30 Jahre später und die anderen dann nicht. Und ganz ehrlich, ich habe sehr oft meine Ziele in diesen ersten Jahren aufgeschrieben. Und manche dieser Ziele habe ich erreicht und andere habe ich nicht so erreicht. Und dann habe ich irgendwann mal, ich kann heute gar nicht mehr sagen, wer, weil es war eine Großveranstaltung, so 3 Tage, und ich habe mir ganz viele Notizen gemacht von amerikanischen Mentoren. Es war noch zu der Zeit, als mein Englisch nicht perfekt war. Und dann habe ich nachher das Ding zu Hause ausgewertet und von irgendeinem dieser Supergurus, also wenn ich es zuordnen müsste, würde ich sagen, es war Zig Ziglar, aber ich kann es nicht sicher beschwören. Der hat gesagt, wenn du Erfolg haben willst, fokussiere nicht auf deine Ziele, sondern auf die Prozesse, die zu deinen Zielen führen. Das zweite geht ähnlich auf dieses Thema ein, nämlich Mindset. Im letzten Moment ihres Lebens bereuen Menschen nicht, dass sie zu wenig Geld produziert haben, sondern dass sie zu oft der Angst das Zepter in ihrem Leben überlassen haben, dass sie ihre Ziele zu klein gesetzt haben, dass sie zu wenig raus aus der Komfortzone, dass sie sich zu wenig authentisch wirklich gezeigt haben mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und ihrer Einzigartigkeit. Dann Punkt 2. Wir haben ja bei uns auch das Produkt Die großen 13 Erfolgsgesetze von Napoleon Hill. Und dort gibt es das Prinzip eines der 13 von ihm, nämlich die Ausdauer. Und das habe ich schon immer angewandt seit dem Start, weil die ersten 3 Jahre waren ein Todeskampf. Das Zweite, was bei dem ersten natürlich auch wahnsinnig hilft, der Worst Case. Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, oder auch in der Schublade, Worst-Case-Szenarien. Mhm. Aber der wirkliche Worst-Case ist noch nie eingetreten. Mhm. Und wenn du dir überlegst, was momentan alles vor unserer Tür steht, Corona, Inflation, Ukraine-Krieg, galoppierende Energiekosten, eine Lohnpreisspirale, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Also das ist das Zweite. Drittes Prinzip? Ja. Simplifikation. Das hat ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass wirklich gute Dinge meistens sehr, sehr einfach sind und dass viele Themen viel zu kompliziert werden. Und meistens hat man eine einfache Idee, dann entwickelt sich die weiter und dann wird es unglaublich kompliziert und unglaublich komplex und unglaublich groß. Und dann schrumpft man, dann dampft man alles wieder zusammen und dann wird es wieder einfach. Und das dritte Erfolgsprinzip wäre aus meiner Sicht: Deine Umwelt ist ein Spiegel deiner Person. Dahinter verbirgt sich das mächtige Gesetz der Resonanz. Also Gleiches zieht Gleiches an. Wie ein Magnet, den wir im Bauch haben. Nur anders als in der Physik ziehen sich hier nicht gleich gerichtete Magnete an. Bin ich optimistisch als Beispiel? Ja, dann werde ich viele optimistische Menschen in meinem Umfeld anziehen. Bin ich missmutig? Ja, dann werde ich viele Menschen in meinem Umfeld haben, deren Mundwinkel von der Erdanziehungskraft bedroht werden. Es ist alles schon da, fast alles. Mhm. Wir müssen nur lernen, es zu sehen. Und das bringe ich den Unternehmen bei. Lerne zu sehen. Guck mal durch deine Ladenblindheit, du bist ja wirklich ein bisschen blind geworden, dass du tagtäglich an deinen Chancen vorbeiläufst. Und mein Punkt 3, das sehe ich immer wieder, habe ich auch länger gebraucht für die Erkenntnis,
Ich bin früher so, auch so, weißt du, von meinen Vorbildern Arnold Schwarzenegger im Sport oder meinetwegen auch ein Tiger Woods. Ich war immer sehr inspiriert von Individualsportlern. Das hat mir immer viel mehr Spaß gemacht als Fußball oder andere Dinge. Und vielleicht hat es damit zu tun. Aber dieser Grundsatz, wenn du dir wirklich erfolgreiche Menschen anschaust und wirklich erfolgreiche Unternehmer anschaust, egal wie viel eigene Supertalente die haben, auch zu Recht haben, die zugesprochen werden, hinter denen steckt immer ein mehr oder weniger großes Team. Und das Dritte ist ganz klar Kommunikation. So wie wir jetzt, Sie haben eine bestimmte Erwartung an dieses Interview gehabt. Ich vermute, dass die ein bisschen verändert wird durch meine Antworten. Und an unseren Erwartungen sehen wir unser Mindset. Und Kommunikation heißt, dass wir unsere Kunden da abholen, wo sie stehen und sie auf eine gewisse Art und Weise zwingen zu wachsen im Marketing. Verkaufen ist gelebte Liebe, sage ich oft. Und nicht verkaufen heißt unterlassene Hilfeleistung. Dann Punkt 3, würde ich sagen, das Brain Trust Prinzip ist ja auch drin bei Napoleon Hill, bei den großen 13 Erfolgsgesetze. Ich habe auch einen Online-Lehrgang und ein Erfolgspaket mit dem Titel 1 plus 1 gleich 11, das Brain Trust Prinzip. Und darauf beruht ja auch bei uns das Mehr ist möglich Intensivprogramm. Ich habe schon 1988 kennengelernt, habe es aber damals noch nicht angewandt. Ich fing dann erst an ab 1999. Ich habe immer gemerkt, wenn ich es intensiv angewandt habe, kamen die großen Erfolgssprünge. Und das Dritte ist vielleicht das Wichtigste, eigene Immobilien. Ich kann die Unternehmer nicht verstehen, die, was weiß ich, filialisieren und noch ein Hotel oder noch eine Filiale und alles nur gepachtet. Schall und Rauch, ein Familienunternehmen, was Bestand haben soll über Generationen, braucht als erste Voraussetzung eigene Immobilien. Ganz in einen anderen Bereich rein. Wie sieht ein perfekter Arbeitsalltag im Leben von Jörg Löhr aus? Also wie strukturierst du dich? Wie sorgst du für Produktivität? Wie läuft dein Tag ab im Idealfall? Eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, ist zum Beispiel die Morgenroutine. Das bedeutet für mich, wenn ich aufgestanden bin, dann läuft das nach dem Automatismus ab. Ich gehe als erstes bei uns in die Küche, zwei Gläser Wasser, frisch gepresste Zitrone rein. Dann setze ich mich hin und mit einer Tasse Kaffee und strukturiere und plane meinen Tag. Die vielleicht wichtigsten 10 Minuten. Ganz klar zu präzisieren, was ist wichtig, was ist dringlich, was ist wichtig und dringlich, ja. Und dass ich eine ganz klare Reihenfolge habe der Aufgaben, die auf mich zukommen. Dann geht's für mich zum Sport und dann nach dem Sport starte ich in den Tag immer mit der wichtigsten Aufgabe. Sie fragen mich, wie sieht mein Tag aus? Ich möchte es wie folgt beantworten. Natürlich habe ich Rituale. Ich meditiere regelmäßig. Einer meiner Lieblingssätze ist, ohne Meditation kommen Sie ab einer bestimmten Stufe nicht weiter, weil alle großen Unternehmer, Führer, Politiker haben den Anschluss gesucht ans kosmische Intelligenzfeld, wie Napoleon Hill das genannt hat. Es gibt ein höheres Bewusstseinsfeld, was uns alle einhüllt, in dem alle Lösungen für alle Probleme, die Sie heute haben, enthalten sind und auch schon die Lösung für die Probleme, die Sie in Zukunft haben werden, wenn Sie 10-mal so viel Umsatz Geld machen. Ganz klar, bei mir gibt es Morgenrituale, bei mir gibt es auch Abendrituale und bei mir ist auch Freiheit wichtig. Das heißt, in der Regel habe ich nur einen Termin pro Tag. Also heute ist mein einziger Termin, der Termin mit dir, Thorsten, jetzt hier für diese Aufnahmen. Und generell ist der Tag voll auf das ausgerichtet. Ich habe zwar meine Tagesziele, ich habe meine Tagesplanung, meine To-Do-Liste, aber es ist sehr spontan. Also man muss natürlich immer auch schauen, was gefällt einem am besten. Es gibt Leute, die brauchen das. Die müssen Termine haben, die müssen genau wissen, von 9 Uhr bis 10 Uhr E-Mails beantworten, von 10 Uhr bis 10.15 Uhr das.
Und das ist bei mir nicht der Fall. Wie sieht ein perfekter Arbeitsalltag im Leben von Alexander Christiani aus? Also sprich, hast du Rituale im Alltag? Gibt es sowas wie eine Glory Hour am Morgen oder so die besondere Stunde am Morgen? Gibt es sowas im Leben von Alexander Christiani? Also das gibt es, und das gibt es sogar in sehr krasser Weise. Und ich glaube, das Geheimnis, ich mache mal eine Vorbemerkung. Wenn Menschen mich fragen, du Alex, wie kann ich mich mit Abstand, wie kann ich mich am besten motivieren? Dann gebe ich typischerweise eine Antwort, wo mir nachher viele drauf sagen, habe ich noch nie so gehört, aber es leuchtet mir sofort ein. Und das ist dann, sage ich, es gibt eine Sache, die alle Menschen auf diesem Planeten motiviert. Auch die faulsten Hunde, und zwar sofort und magisch, und das sind Deadlines. Jetzt überleg mal, wie gut sich das anfühlt. Du hast morgen schon 6 oder 7 Stunden Flow. Du hast keinen Termin, du gehst nicht ans Telefon, du beantwortest dein Handy nicht, du stellst auf lautlos. Und Tag B ist dein Management-Tag. Wenn du da ein Interview hast mit dem Thorsten Schäfer, dann ist es immer nachmittags. Und mit meinen eigenen Teams ist es auch immer nachmittags. Innerhalb von 14 Tagen oder auch 3 Wochen ist maximal ein Tag, wo ich einen Termin morgens habe. Alles andere ist Flow und ich arbeite die großen Sachen weg. Nachmittags sind meine Management-Tage. Und diese Vorstellung, so nach Motto, ich habe um 18 Uhr schon 1,5 Tage gearbeitet und kann deswegen guten Gewissens auch noch 3 Stunden mit oder ohne Stirnlampe, je nachdem, ob Sommer oder Winter ist, in die Berge gehen. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe einen sehr klaren, ich habe sehr klare Regeln für meinen Alltag, für mein Leben, die aber gar nicht einschränken, sondern die befreiend sind. Relativ einfach zu sagen, die sind sogar schriftlich dokumentiert und schriftlich fixiert. Morgens aufstehen, macht meistens Sinn. Dann trinke ich einen Kaffee, gehe eine Runde mit dem Hund raus, setze mich hin mit meinem Notizbuch für 20 Minuten, denke darüber nach, was getan werden muss, warum es getan werden muss, wie es getan werden muss, wer es tun muss. Und dann überlege ich mir, was ist das Wichtigste, was ich heute an diesem Tag jetzt erledigen kann, um einen Unterschied für mich oder für andere oder im Business oder in meinem Leben zu machen. Und dann mache ich mich dran, normalerweise in 2x45-Minuten-Chunks. Ja? Das heißt, ich mache nicht den Rechner auf und fange an, sondern ich schreibe auf, was getan werden muss. Dann mache ich erst den Rechner auf oder nehme mein Telefon in die Hand oder mache dann das, was getan werden muss. Und normalerweise bin ich nach 2x45 Minuten dann durch, maximal 12 Uhr. Also ich check um 6 Uhr morgens meine Mails. Um 7 gehe ich mit dem Hund auf den ersten Spaziergang. Und dann habe ich genug Sauerstoff getankt. Als ich noch voll aktiv war, ich bin jetzt heute 74, also als ich noch voll aktiv war, war ich immer um 7, 7:30 schon im Büro. Also da ging das Ganze noch früher los. Da bin ich um 5 gejoggt mit dem Hund. Das mache ich heute nicht mehr. Und jetzt, heute ist es so, dass ich vielleicht noch einen halben Bürotag habe. Ich bin so organisiert, dass ich wirklich mit 3, 4 Stunden mein Büro handeln kann. Das könnte ich auch von zu Hause aus machen, wenn ich mal keinen Bock habe, reinzugehen und keine Termine. Und dann kommt es halt darauf an, ob ich noch einen Vortrag halte oder noch ein Seminar halten muss an dem Tag. Dann ist es natürlich ein bisschen anders. Und am Abend ist für mich wichtig, dass ich schwimme. Also ich bin jetzt in meinem heutigen Alter ein bisschen mechanisch gehandicapt. Das ist völlig normal. Die alten Sportverletzungen kommen hoch. Und Schwimmen ist für mich die Möglichkeit, mich auszupowern. Also mein Leben besteht sehr viel aus Sport, Freizeit. Ich muss auch was tun, weil ich meinen Unfall hatte am Hals. Und ich habe manchmal bis zu 2, 3 Stunden Sport am Tag morgens. Also stehe ich auf. So, das ist so ein als wichtiger Highlight am Tage, dass wir beide das auch machen. Und natürlich mein anderer Sport auch. Natürlich, wir fahren viel mit dem Wohnmobil durch die Welt, tanzen mit Freunden, sehen uns, feiern gemeinsam und gucken, wir haben nur dieses eine wunderschöne Leben und das versuchen wir mit vollen Zügen zu genießen. Du hast gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, für viele Unternehmer interessant und wichtig ist. Was sind so deine 3 wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmer, die du so in deinem Unternehmerleben gemacht hast? Du hast eben schon angesprochen, die eigene Immobilie auf der einen Seite. Was sind vielleicht noch andere Aha-Momente, die du so als Unternehmer hattest? Also vielleicht noch eins zur Ergänzung, radikale Transparenz.
Ein Mitarbeiter, der nicht alle Informationen erhält, kann keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Ein Mitarbeiter, der sämtliche Informationen hat, kann nicht umhin, die volle Verantwortung zu übernehmen. Ein Erfolgsfaktor fällt mir noch ein. Der richtige Partner oder die richtige Partnerin. Mhm. Und der Erfolg des Schindlerhofs oder auch der Erfolg in allen Unternehmensgründungen bis heute ist nie von mir alleine gekommen. Ich hätte es niemals alleine geschafft, sondern ich habe Glück gehabt und Glück gehört zum Leben dazu, mhm. dass ich eben mit 22 Jahren oder 23 gleich die richtige Frau kennengelernt habe und bin jetzt 48 Jahre verheiratet. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn du eine solide Partnerschaft hast, dass man sich immer wieder gegenseitig die Wunden lecken kann, dass man sich gegenseitig aufrichten kann, wenn mal einknickt. Ja. Man muss aber ganz deutlich sagen, und daher kommt da dieses uralte Zitat von mir, 40-Stunden-Woche ist ein Teilzeitjob für Blutarme. Das ist natürlich auch der Branche geschuldet. In der Gastronomie, in der Hotellerie wird am Wochenende gearbeitet, es wird nachts gearbeitet. Und ich brauche Leidenschaft, um diesen Beruf ausüben zu können. Was eine ganz krasse Erkenntnis für mich war, und ich hatte dir ja gesagt, Jurist mit zwei Staatsexamen, irgendwann habe ich begriffen, ich habe 8 Jahre, also und das war noch schnell und zügig, durchstudiert, 9 Semester studiert, 2,5 Jahre, also eher 7,5 Jahre, eine Ausbildung bekommen, wie helfe ich anderen Menschen bei Rechtsproblemen. Mhm. Und als ich dann meine Erlaubnis hatte, Anwalt zu sein, und jetzt kommt das wirklich Krasse, an unseren Universitäten plus 2,5 Jahre Praxisausbildung nachher im Referendariat, habe ich keine 10 Minuten, Thorsten, keine 10 Minuten Ausbildung bekommen, wenn ich nachher meine Rechtsanwaltspraxis aufmache, wie finde ich den ersten Klienten. Also das erste Aha war, du wirst aufs Business losgelassen mit einer unvorstellbaren Naivität, weil mhm. dir keiner auch nur ansatzweise gesagt hat, was da wichtig ist. Ja. Heute würde ich hingehen, auch meinen Kids sagen, das zweite Aha, wenn es fair ist, und das ist schon die Frage, ist es das, dass man mindestens 8 Jahre braucht, bis man ein guter Jurist ist. Ich würde eher sagen, du brauchst 8 Jahre, bis du überhaupt auf die Menschheit losgelassen werden darfst. Und wenn du einigermaßen scharfsinnig bist, noch 2-3 Jahre Praxis, bis du ein richtig guter Anwalt bist. Ja. Da würde ich jedem Unternehmer sagen, der bei 1 Million oder bei 2 Millionen rumstrauchelt, wenn er seine Unternehmerausbildung genauso ernst nimmt wie seine Juristen oder Architekten oder was immer, er Steuerberaterausbildung, und ist bereit, ebenfalls 7 Jahre oder 5 bis 7 Jahre intensiv zu lernen. Meinetwegen gar nicht, weil du brauchst ja mehr Praxiswissen draußen als diesen Theoriehintergrund in der Uni kriegst. Meinetwegen nur 4 Stunden am Tag. Aber jemand würde sich wirklich 5 Jahre geben und jeden Tag 4 Stunden und würde systematisch alles studieren, von Teambuilding, von Recruiting, von Marketing, von Mitarbeiterkommunikation, von Kundenkommunikation, von Geschäftsmodellen, wann sich was rechnet, von Deckungsbeiträgen. Er würde wirklich Unternehmertum von der Picke lernen, würde 5 Jahre investieren. Er würde sowas auf einer Überholspur in allen anderen Architekten, Juristen und Steuerberatern vorbeiziehen. Und die zweite Erkenntnis, die mir dann irgendwann gekommen ist, die finde ich auch, vielleicht kennst du oder hast schon mal gehört von dieser 10.000-Stunden-Regel von diesem Anders Eriksen. Ist ja relativ bekannt. Und was der Mann rausgefunden hat, ist ja, wenn du irgendwelche Leute nimmst als Geigenspieler, als Klaviervirtuosen oder an der Spitze der Welt, der hat viel mit Musikern gearbeitet, dann haben die mindestens 10.000 Stunden trainiert. Wenn ich diese 3 Erkenntnisse für mich zusammennehme, so ein bisschen verbinde, du brauchst Zeit, das geben mir meine 2er-Tage, 10er-Tage-Woche. Mhm. Du brauchst einfach vom Ego die Bescheidenheit einzuräumen, zu sagen, die meisten haben Unternehmer, wie wir alle, die Unternehmer werden, haben es erstmal gar nicht gelernt. Und wenn du dann als drittes hingehst und sagst, und ich bin bereit, als sequenzieller Experte Schritt für Schritt die Sachen zu lernen, die ich als Unternehmer können muss, die komischerweise in keiner Universitätsausbildung, auch nicht in BWL, in dieser Welt vermittelt wird, dann glaube ich, hast du einen krassen Mindset, als Unternehmer erfolgreich zu werden. Punkt 1, das mit dem Gewinn. Also man sieht ja hinten das Firmengewinn-Erfolgspaket. Und früher habe ich gedacht, wenn man gute Arbeit leistet, dann kommt der Gewinn automatisch. Und ich habe gute Arbeit geleistet, wir haben viele Fans gehabt, viel Fanpost, Top-Produkte, Top-Qualität. Aber der Gewinn, der kam nicht. Wir konnten gerade so knapp die Rechnung bezahlen, ich konnte gerade so knapp leben. Und da habe ich dann daraus gelernt, Moment mal, ich muss Gewinn gezielt herbeiführen, mich damit beschäftigen. Und dann kommt der Gewinn, erst dann. Er kommt nicht automatisch. Dann Punkt 2, das mit den Ablenkungen. Weil ich weiß noch, früher
war ich nur am Samstag produktiv und am Sonntag. Aber ich war nicht produktiv unter der Woche, weil ich wurde ständig abgelenkt. Ständig ist jemand in mein Büro gelaufen, ständig hat irgendjemand angerufen. Und früher konnte man mit mir auch am Telefon auch noch reden. Man wurde durchgestellt. Inzwischen werde ich ja komplett abgeschirmt. Es ist unmöglich, zu mir durchzukommen, außer man ist Mitglied auf den höheren Stufen. Aber früher war das nicht der Fall. Das heißt, ich war ständig am Telefon. Es gab ständig Meetings. Es gab ständig Mitarbeiter, die reinliefen. Und so war ich total unproduktiv. Die große Erkenntnis Nummer 3, das fing schon an im Jahr 2000. Da waren wir zum ersten Mal eine Multimillionenfirma. Und da fingen dann die Probleme an. Wir waren so stark gewachsen. Es gingen so viele Bestellungen rein. So viele Pakete wurden verschickt. Und die Systeme waren aber nicht gut etabliert. Es gab viel so Wildwuchssysteme, Dinge, die einfach irgendwie entstanden sind. Und dann gab es Probleme. Es gab viele Fehler bei der Bestellungseingabe. Es gab Packfehler. Es gab interne Kommunikationsprobleme und Ineffizienz und so weiter. Und da habe ich gemerkt, es braucht Systeme. Und das war dann auch der Grund, warum ich das immer mehr weiter und weiter und weiter entwickelt habe. Und der Höhepunkt kam dann irgendwie 2013, als ich anfing, den Winter in Kalifornien zu verbringen. Und da mussten die Systeme dann noch besser werden. Und daraus entstand ja dann auch der Autopilot-Lehrgang. Zunächst das Seminar, dann das Erfolgspaket und dann der neu produzierte Online-Lehrgang. Also Autopilot-Systeme, ganz, ganz entscheidend. Und ich wünschte, ich hätte das von Anfang an so gemacht und gewusst. Wichtigste Erkenntnis, Geld verdienen ist einfach. Aber wir müssen es wollen. Die meisten wollen nicht verkaufen, weil sie Angst haben vor dem Nein, vor der Ablehnung, davor anderen Menschen nach Geld zu fragen. Geld verdienen ist einfach. Das heißt, wir müssen unser Mindset bezüglich auf Geld und Verkaufen optimieren, verändern. Auch das passiert im Business Bootcamp 2023. Das ist der Anfang. Ohne das kommen Sie nicht weiter. So, wichtigste Erkenntnis Nummer 2. Was nehmen wir da? Die meisten verkaufen 1:1. Das heißt, ich mache ein Telefongespräch, habe ein persönliches Gespräch, wie Sie jetzt zum Beispiel auf Zoom, Strategie-Call nennt sich das heute, Verkauf 1:1. Und einer der mächtigsten Quantensprünge in meinem Unternehmersein passierte, als ich verstanden habe, was es heißt, mach dein Angebot mehr als einer Person zu einer Zeit. Das kann eine E-Mail-Kampagne sein, wenn Sie eine Liste haben von 10.000, 20.000, die Sie rausschicken, kann ein Vortrag vor 1.000 Menschen sein. Das kann eine Challenge, Online-Challenge sein, die Sie machen mit 500, mit 5.000 Teilnehmern. Das kann eine ganze Menge sein. Ne? Wenn Sie einen Vortrag halten vor 400 Leuten, haben Sie 400 mal so viel Verkaufspower, als wenn Sie 1:1 verkaufen. Und da schließt sich vielleicht eine weitere Erkenntnis an. Das Gleiche gilt auch für Ihre Dienstleistung. Die meisten machen Ihre Dienstleistung, ihre Wertschöpfung 1:1. Und wenn Sie anfangen, in Gruppencoachings zu denken, erkennen Sie, dass da auch ein 1:N-Hebel drin ist. Und wenn wir das als digitalisiertes Produkt, Trainings-Coaching-Programm installieren, erkennen wir, dass wir unsere Lebenszeit ultimativ befreien können. Und die dritte ist, die wichtigste Person in deinem Business bist du selbst. Und das heißt jetzt nicht wieder Produktivität und dieser ganze Schmarrn, sondern kümmern Sie sich mal darum, dass es Ihnen gut geht. Fahren Sie mal ein Wochenende weg, machen Sie mal einmal pro Woche eine Massage, gönnen Sie sich was. Fangen Sie an, die wichtigste Beziehung in Ihrem Leben zu aktivieren, die Sie haben, nämlich die mit sich selbst. Wenn Sie nicht glücklich sind, können Sie kein glückliches Business aufbauen, weder zu den Kunden noch zu Ihren Mitarbeitern oder sonst was. Es gibt für mich drei Dinge, die letztlich den Erfolg als Unternehmerin und Unternehmer ganz entscheidend beeinflussen. Das ist erstens unstillbarer Wissensdurst. Denn du kannst nur hervorbringen, was du vorher hier oben hineingesteckt hast. Das zweite ist der Mut, Entscheidungen zu treffen. Denn warum wir Menschen heute an dem Punkt unseres Lebens stehen, das hängt von den Entscheidungen ab, die ich in der Vergangenheit getroffen oder nicht getroffen habe. Und so bestimmen natürlich auch die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, letztlich, wo werde ich in der Zukunft landen. Und der dritte Punkt, der für mich ganz essentiell ist, dieser Wille, immer wieder ins Handeln zu kommen.
Das Problem ist, dass viele Menschen Wissensriesen und Umsetzungszwerge sind. Und ich bin für Wissen, also für Wissensriesen. Aber wir müssen auch Umsetzungsriesen sein. Denn auf nichts kommt es mehr an, als immer wieder in die Aktion zu kommen, die wichtigen Dinge ins Handeln zu bringen und diese unbeirrbare Ausrichtung auf die Tat zu haben. Ich hatte oft diese Frage und ich habe sie dann umgewandelt. Mhm. Das eine sind die Erkenntnisse. Aber das, je nachdem, aus welcher Ecke jemand kommt, kann es sein, dass es für ihn wichtig ist. Aber ich habe mal die Erkenntnisse umgedreht in Missionen und Ziele. Mhm. Weil das ist das eine ist ja, das eine Erkenntnis zu haben, aber das Handeln geht immer dem Erfolg voraus. Also habe ich daraus aus meinen Erkenntnissen Missionen und Ziele entwickelt. Mhm. Und mein erstes Ziel und Mission ist, dass Unternehmen wissen, dass es Positionierung gibt und dass es der Dreh- und Angelpunkt von Erfolg ist. Mhm. Deswegen mein Satz, wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Das zweite Ziel, bleiben wir mal Erkenntnisse, das zweite Ziel und Mission daraus ableiten ist, den Unternehmen das beizubringen, wie man es tatsächlich in 2-3 Tagen schafft, ein Unternehmen komplett auseinanderzunehmen, in hunderte von kleinen Bausteinen und wieder neu zusammensetzen und so, dass der Markt auf jeden Fall reagieren wird. So, das war das eine Mission, zwei Missionen. Das nächste und ganz große Mission war dann, okay, wie bringe ich es den Leuten bei? Dazu habe ich dann die Peter Savchenko Positionierungsakademie gegründet. Ich glaube, die sind so ein bisschen verzahnt wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenke. Der erste ist, Geld macht nicht glücklich, aber es hilft. Kein Geld zu haben und keine Zeit, das sind diese zwei großen Themen, die 80-90% der Probleme der Menschen ausmachen. Wenn wir die geklärt haben, dann wird das Leben wesentlich entspannter, wesentlich einfacher. Erfolg ist, so leben zu können, wie du es dir vorstellst. Ja? Einfach gesagt, zu tun, was du willst, wann du willst und mit wem du es willst, das ist das, was eigentlich den Unterschied ausmacht. Und wenn wir das authentisch können und uns auf unsere Stärken konzentrieren und unsere Schwächen uns bewusst sind, dann ist das eine ganz wichtige Geschichte. Mein bewusstes Setup ist, ich möchte mit ein paar Kernleuten, auf die ich Lust habe, die richtig Spaß machen, und das gilt sowohl in meinem eigenen Unternehmen als auch auf Kundenseite, wo ich 1:1 mit Leuten oder in kleinen Gruppen zusammenarbeite, diese Mentoring-Geschichte. Ich möchte nur mit Leuten arbeiten, auf die ich Bock habe und wo ich weiß, ich kann einen Unterschied machen. Und ich involviere mich letztendlich nur dann, wenn ich sehe, ich kann meine wichtigsten und größten Stärken einbringen. Wenn ich operativ nicht gut drauf bin oder das nicht kann oder nicht will, dann gibt es, und das ist auch ein großes Prinzip, wie gesagt, ist sehr verzahnt, es gibt für jeden Job, auf den du keine Lust hast oder den du nicht kannst oder in dem du schlecht bist, jemand, der Weltklasse darin ist und der es gut kann. Und irgendwann stellt man fest, es ist nicht entscheidend, wie viel Geld du verdienst. Geld kann man nicht essen. Du kannst da natürlich so dir einen tollen Instagram-Lifestyle aufbauen, aber der macht normalerweise nicht glücklich. Ja? Der macht nicht happy. Der macht letztendlich außer einen guten Eindruck nach außen, dass du den Leuten, die denken, wie Erfolg aussieht. Ich dachte immer, als ich Anfang 20 war, dachte ich immer, einen Lamborghini ist ein Auto, das erfolgreiche Menschen fahren. Im Grunde genommen ist es aber nur so, dass, ich habe mir nie einen gekauft, ehrlich gesagt, aber ich dachte immer, wenn ich mal erfolgreich bin, dann kaufe ich mir einen Lamborghini, weil ich mir dachte, Erfolg sieht so aus. Ja. Und irgendwann kommt man in die Situation, dann sagt man, okay, die Leute, die den Lamborghini fahren, das sind normalerweise die Leute, die diese Denke nicht verlernt haben, die nicht einen Schritt weitergekommen sind, sondern die denken immer noch, ich muss jetzt den anderen Leuten zeigen, die auch nicht erfolgreich sind, wie Erfolg aussieht, indem ich mir einen Lamborghini kaufe. Aber in Wirklichkeit kaufen sich die super erfolgreichen Leute gar keinen Lamborghini, weil die müssen sie nach außen zeigen. Die müssen nicht den anderen Leuten zeigen, ich bin erfolgreich, sondern sie sind es. Und das ist auch, eine der Themen, wie gesagt, alles ein bisschen verbunden miteinander. Die Leute, die etwas nach außen schreien, dass sie es sind, sind es am wenigsten normalerweise selbst. Mhm. Ja? Wenn ich, ganz platt ausgedrückt, wenn ich ein geiler Typ bin, muss ich nicht jedem erzählen, dass ich ein geiler Typ bin, sondern dann bin ich es einfach. Ja. Und echtes Geld ist auch sehr leise normalerweise.
Was würdest du anders machen, wenn du noch einmal von vorne anfangen müsstest oder noch einmal von vorne anfangen dürftest? Was würdest du anders machen als Unternehmer? Mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich das Gleiche nur viel, viel schneller machen. Mhm. Ich weiß genau, was ich tun würde, wie viel, was ich tun würde, auch weltweit. Weil ich habe ja auch meine ganzen Markennamen auch weltweit schützen lassen, weil das so ein kostbares Gut ist. Und ich hatte auch schon längst Investoren, die ich jetzt auch suche und auch reinnehmen möchte, Investoren gefunden, weil ich erstmal also erarbeiten musste und auch dass die ganze Überzeugungsarbeit und die ganzen Systeme erstmal installieren oder aufbauen musste. Also ich würde sofort alles nochmal machen, nur viel schneller. Ja, erste Antwort nichts, weil dann wäre ich wieder vorne und würde genau das Gleiche, die gleichen Fehler machen, in Anführungszeichen. Es gibt ja keine Fehler, nur Ergebnisse. Und die zweite Antwort, noch weniger der Angst, das Ruder überlassen. Weil die meisten von uns setzen sich viel zu kleine Ziele, aus Angst, es nicht zu schaffen oder aus Angst, was die anderen dazu sagen. Was würde ich, könnte ich tun, wenn Angst in meinem Leben keine Rolle spielen sollte? Dafür können Sie sich mal 1-2 Stunden Zeit nehmen für diese Übung. Einfach ein Blatt nehmen und aufschreiben, wenn Angst in meinem Leben keine Rolle spielen würde, würde ich, Punkt, 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 und immer weiterschreiben, ohne nachzudenken. Sie erinnern sich vielleicht an die Übung, Herr Schäffer, kurz vor dem Feuerlauf, was da an Energie hochkam. Na, einer meiner Teilnehmer hat mal geschrieben, eine Reise zum Amazonas zu machen. 5 Monate später hat er die gemacht. Na, wir kämpfen uns durch Leben, um einen vermeintlichen Reichtum aufzubauen, ruinieren unsere Gesundheit, hat jemand mal gesagt. Und wenn wir die Millionen haben, setzen wir sie ein, um die Gesundheit zurückzuholen. Das ist Schwachsinn. Ja. Also weniger der Angst zur Steuer überlassen und mehr darauf achten, dass Sie selber glücklich sind. Ich würde keine neuen Pachtobjekte mehr aus dem Boden stampfen, sondern ich würde nach dem zweiten, dritten Pachtobjekt immer die Immobilien dazu kaufen. Mhm. Ich habe Hunderttausende in marode, denkmalsgeschützte alte Häuser reingesteckt, habe Glück gehabt, dass ich immer wieder einen Dummen gefunden habe, der mir das abgelöst hat, zum Teil zumindest. Aber die eigenen Immobilien ist natürlich ein Wertzuwachs ohne Ende. Und wenn ich jetzt mal nur diese 2 Corona-Jahre nehme, das, was ich vielleicht an Liquidität eingebüßt habe in dieser Zeit, ist 2-mal dazugekommen durch den Zuwachs des Werts der Immobilien. Das war eigentlich der größte Fehler. Alles andere würde ich wieder so machen. Man braucht in der Sturm- und Drangzeit auch mal die Möglichkeit, sich auszuprobieren, sich auszutoben. Und man muss seine eigenen Fehler machen. Die heiße Herdplatte ist der beste Lehrmeister überhaupt. Also ich hätte nie gleich mit so einem Hotel anfangen können, sondern ich habe die Tingeljahre, diese Wanderjahre gebraucht in der Szene-Gastronomie. Wir sind relativ oft umgezogen mit der Firma. Und Umzüge sind immer extrem schwierig, extrem teuer. Es gibt ein Geschäftsunterbuch und dann muss man alles wieder neu einsortieren, Sachen gehen verloren und so weiter. Also im Idealfall sollte man möglichst das so aufbauen, dass man nicht umziehen muss, dass man vielleicht expandieren kann, indem man einfach noch ein paar Büros dazu mietet. Also eben Umzüge hat viel Kraft gekostet, viel, und vor allem auch, wenn man geografisch umzieht, jetzt von einem Teil der Schweiz in einen anderen und dann wieder zurück und so weiter. Also das hat uns viel Kraft gekostet und auch, wir hatten im Prinzip 7-stellig verloren. Also ich hätte 7-stellig mehr auf dem Konto ohne bestimmte Umzüge, die wir gemacht haben. Mhm. Das ist mal so der Punkt 1. Dann der Punkt 2, was ich vielleicht anders machen würde, jetzt auch so im Nachhinein. Also wir haben öfters eine Vertriebsabteilung gehabt. Auch wenn ich jetzt beobachte, was Dirk Kräuter macht, Verkaufsteil Nummer 1, auch ein guter Freund von mir, der auch das Vorwort geschrieben hat für mein neues Buch, Die Rouge-Formel für große Erfolge. Und von ihm habe ich jetzt gelernt, Vertriebsabteilungen aufbauen. Das ist ganz entscheidend. Ich wünschte, ich hätte das einfach durchgezogen von Anfang an, also so ab dem Jahr 2001, das wirklich durchgezogen. Man muss halt dann damit auch rechnen. Es ist ganz normal, dass es viel Fluktuation gibt in der Vertriebsabteilung. Ich habe früher gedacht, es liegt an mir. Ich bin nicht gut genug mit dem Einstellen von Verkäufern, mit dem Schulen und so weiter. Aber das ist nicht der Fall, sondern es gibt eine große Fluktuation. Das ist ganz normal. Man muss einfach mehr einstellen und dann mehr entlassen.
damit die Vertriebsabteilung funktioniert. Und bestimmte Dinge, die kann man nicht mit Marketing verkaufen. Da braucht es Vertriebler. Das machst du ja auch sehr gut, Thorsten. Das haben wir ja auch schon gesehen, als du bei uns da im Brain Trust warst, dass du das extrem gut kannst mit Kunden telefonieren. Und wenn man da eben eine ganze Abteilung hat, das war für mich jetzt so ein Punkt, wenn ich so zurückdenke, das hätte ich anders machen sollen. Dann vielleicht auch mit dem Skalieren. Also ich habe das zwar schon gut gemacht, zum Glück. Also viele Firmen, die gegründet werden, sind ja Ein-Personen-Betriebe, vielleicht Zwei-Personen-Betriebe, die werden auch nie größer. Das habe ich auch schon gesehen in Statistiken von Amerika. Fast alle Firmen sind nur Ein-Personen-Firmen oder Zwei-Personen-Firmen. Ich habe dann zum Glück schon relativ früh expandiert. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich so zurückdenke, hätte ich noch stärker expandieren sollen, noch stärker Mitarbeiter einstellen sollen. Also man hätte noch mehr machen können. Ich habe sicherlich viel gemacht, deswegen bin ich auch so bekannt. Aber man hätte es auch noch viel größer machen können. Ich habe ziemlich schnell in den ersten 3, 4, 5 Jahren, waren ja damals noch D-Mark-Zeiten, all die Dinge gelernt, um als Freiberufler, Selbstständiger, wenn du so willst, siebenstellig unterwegs zu sein, also irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen Honorarumsatz zu machen. Und ich habe dann aber eine ganze Reihe von Jahren mich auf diesem Level gehalten, also aus Sicht vieler Nachbarn, Menschen draußen, war ich also in deren Augen eben mehr ultra erfolgreich. Aber aus meiner eigenen Sicht hat das sicher für 10 oder noch mehr Jahre stagniert, bis ich dann wirklich auf dieses krasse Element gekommen bin. Ich habe heute in einem Zusammenhang noch darüber gesprochen, zu sagen, schau, am Anfang als selbstständiger Freiberufler bist du Mädchen für alles. Je besser du deine Buchhaltung machst, je schneller du deine Rechnungen schreibst, je coolere E-Mails du schreibst. Der Punkt ist, bis du zur ersten Million bist in den meisten Businesses, wirst du immer dann belohnt, wenn du es selber machst, wenn du dich nicht drüber aufregst und wenn du es relativ gut machst. Ja. Und genau das, was dich bis zur ersten oder zweiten Million erfolgreich gemacht hat, behindert mega komplett aus meiner Sicht deine Weiterentwicklung über diese 2 Millionen hinaus. Weil da muss dein Ego komplett umschalten und sagen, ich werde jetzt nicht mehr dafür bezahlt, als wenn ich Unternehmer einer Zahnklinik bin, bin ich was anderes, als wenn ich selber mein bester Zahnarzt bin. Mhm. Als bester Zahnarzt sagt mein Ego, boah, hier hast du aber eine Wurzel gerettet, die viele andere nicht hätten retten können, du bist ein geiler Typ. Boah, hier hast du aber heute 3 Zähne operiert, wo andere nur 2 geschafft hätten, bist du ein geiler Typ. All die Sachen bringen dich zu 1, 1,5, meinetwegen auch 2 Millionen und dann ist Feierabend. Ja. Und dann geht es gar nicht mehr darum, als Unternehmer, was du selber operieren kannst, sondern kannst du im Recruiting Zahnärzte finden, die genauso gut sind wie du, vielleicht sogar als Unternehmer Zahnärzte finden, die noch besser sind als du. Hm. Und du nimmst denen den ganzen Shit in der Finanzkalkulation ab, dass das Unternehmen richtig läuft. Du gibst denen eine gescheite Altersversorgung. Du sorgst dafür, dass es gut ist, dass sie gute Assistenten und Assistentinnen haben, dass es kein Mobbing im Team gibt. Das, was die 99% aller Unternehmer wahrscheinlich lebenslang bei unter 2 Mio festhält, ist der Fokus, ich muss es allein können. Ideal, vielleicht maximal mit ein paar Hilfskräften, aber die sind alle doof und wenn die tun, was ich sage, ist gut. Ja. Das Schwere ist die Skalierung zwischen 2 und 10. Weil wenn du all das verstanden hast, Onboarding, Prozesse, Systeme, gutes Vorbild sein als Chef, gutes Team zusammenschweißen, dann, das sieht man ja, ist bei 10 auch nicht Schluss, sondern ein Drittel aller, die mal über 10 gekommen sind, sind ein paar Jahre später dann auch in der Gruppe 10 bis 50 unterwegs. Mhm. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen müsstest? Gibt es Dinge, die du rückwirkend betrachtet verändern würdest? Nein, tatsächlich nicht. Ich hab über die Frage habe ich erst vor ein paar Wochen nachgedacht. Ich habe mir gedacht, was hätte ich anders, was hätte ich besser gemacht? Aber mein Gehirn funktioniert definitiv nicht nach dieser Art. Mhm. Okay. Also. Ich würde mich eher und kompromissloser auf all die Dinge einlassen, die wir unter anderem auch gerade besprochen haben. Einlassen, auf klare Ziele zu setzen, die Strategien zu entwerfen, auch hier besser fehlerhaft dann begonnen als perfekt gezögert. Einen Aktionsplan zu entwerfen, rigoros mit dem Fokus auf das Wichtige, jeden Tag mit Blick auf die Ziele ins Handeln zu kommen. Danach immer wieder zu reflektieren
und die Strategie bzw. Aktionsschritte so lange verändern, bis ich das erreicht habe, was für mich letztlich erstrebenswert ist. Und einen wichtigen Tipp, den würde ich mir zwingend zurufen, genieß, wo immer es geht, den Weg zum Ziel. Sollte das Ziel mal nicht die erhoffte Erfüllung bringen, dann können wir zumindest sagen, wir haben auf jeden Fall eine tolle Zeit, eine ganz besondere Zeit gehabt. Warum ist Mentoring oder persönliches Mentoring aus Ihrer Sicht einer der stärksten Erfolgshebel? Was macht Mentoring so mächtig? Also wenn Sie auf einen Berg steigen wollen und Sie kennen nicht die richtige Route, es kann das tödlich sein. Wenn Sie auf einen Berg steigen wollen und Sie haben einen Führer, der nicht nur die richtige Route kennt, sondern der 100, der 1000-fach oben war, der 1000-fach andere da hochgeführt hat, ist das nicht nur lebensrettend, sondern einfach nur intelligent. Und ich möchte denen, die davor zurückschrecken, 4-, 5-, 6-stellige Beträge in Coaching, in Mentoring zu stecken, mal ein Wort geben, nämlich Leichtigkeit. Wenn Sie, ich sag mal, einen Gerichtsprozess vor sich haben und Sie haben nie Jura studiert, Sie haben keine Ahnung davon und Sie verteidigen sich selbst und sparen sich das Honorar für den sicherlich satte Honorar für den Anwalt, wenn er gut ist, hoffentlich. Und lernen und lesen den Text selbst und haben keine Ahnung von den prozessualen Abläufen. Sie können einen Prozess verlieren allein dadurch, dass Sie falsche Termine setzen oder nicht einhalten und so weiter. Dann machen sich das Leben so schwer, eigentlich unmöglich zu gewinnen, weil der andere Anwalt lacht über Sie. Der weiß Tricks, prozessuale Ordnung, Termine, Daten, was weiß ich nicht, Abläufe, Prozesse, Gewohnheiten, wo der Richter genervt ist von Ihnen, bevor Sie angefangen haben. Und jetzt frage ich Sie mal, wenn es da um zum Beispiel ein Häuschen geht, eine 500.000, 800.000, 1,5 Millionen, je nachdem, wo Ihr Häuschen steht, ist das Leichtigkeit? Es ist viel leichter, 20.000 Euro in die Hand zu nehmen, die Ihrem Coach, Ihrem Anwalt in dem Fall zu geben und mit Leichtigkeit zu sagen, ja, ich bin beschützt, ich weiß, was der nächste Schritt ist. Ich habe jemanden, der an mich glaubt, wenn ich nicht mehr an mich glaube. Und ich habe jemanden, der mir zeigt, wo der richtige Weg lang geht. Einer der Begriffe, die ich liebe, der heißt Modeling of Excellence. Heißt, lerne von denen, die den Weg schon gegangen sind. Denn du lernst ja immer über zwei Wege. Das sind entweder deine eigenen Erfahrungen oder fremde Erfahrungen. Und es ist wahnsinnig clever und smart, über fremde Erfahrungen zu lernen. Und ein guter Mentor, ja, der kann dir den Weg zeigen, weil er ihn selber schon gegangen ist, viele Erfahrungswerte, Erfahrungsdinge schon gemacht hat, die dich nach vorne bringen können. Und er kann dir helfen, wenn es Probleme, Blockaden gibt, sie zu überwinden. Und auch ganz wichtig, er kann dir die Gewissheit geben, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Denn es bringt dir nichts, wenn du wahnsinnig hoch und schnell motiviert den Berg besteigst und es sich oben rausstellt, dass es eben der falsche Berg ist. Und zudem gute Mentoren, die glauben an dich. Sie haben wirklich, weil sie emotional nicht gefangen sind in deinem Alltag, dir auch klare Anweisungen. Und das bedeutet auch, die Standards nach oben zu verschieben. Und sie machen eines, sie fordern und damit fördern sie dich. Und das ist so entscheidend, wenn ich als Unternehmerin und Unternehmer hier ein Mentoring habe, Mentoren habe, die diesen Weg auch mit mir gehen. Also Ich würde es wahrscheinlich sogar noch absoluter ausdrücken und denke, es ist mit Abstand der stärkste Erfolgshebel, den wir in unserem ganzen Leben bekommen. Und ich sage dir nur ein Stichwort dazu, den gibt es seit 5000 Jahren. Seit 5000 Jahren gibt es das Meisterprinzip. Wenn du an Karate Kid denkst, ich finde die Szene so gut, wo der geht, sagt, wasch mein Auto und irgendwas streicht den Zahn. Ja. Nach ein paar Tagen ist Karate Kid, ist der Kleine so sauer, geht zu einem Chef und sagt, hey, ich dachte, ich wäre bei dir, um Karate zu lernen. Und dann sagt der Typ, greif mich an.
Und er versucht, den Meister eins auszuwischen. Und der Meister nimmt die Hand hoch wie beim Zaunstreichen. Und er versucht und sagt, jetzt die andere Hand. Und machst mit der anderen Hand. Und er macht so wie beim Autowischen. Also wir haben eine 5000, und ich rede jetzt nicht darüber, theoretisches Wissen oder so ein bisschen online irgendwas gelernt. Ja. Wenn du schaust, was all dies in 5000 Jahren war, so war Meisterschaft. Nachher war jemand ein genauso ähnlich guter Koch wie der Meisterkoch, dem er 5 Jahre assistiert hat und von dem er gelernt hat. Und das gilt für Köche, das gilt für Juweliere, das gilt mehr oder weniger für alles und jedes. Und ich meine, das Faszinierendste ist, du guckst dir Menschen an, wie Bill Gates, wo du sagst, der ist vielleicht super begabt und hat immer schon alles für sich selbst gewusst. Und dann siehst du interessanterweise, nee, der geht zu Warren Buffett, um da Rat zu bekommen. Dann sagst du, ja, okay, aber Warren Buffett ist so mega clever, dass er das alles allein gemacht hat. Nein, wenn du Warren Buffetts Biografie anschaust, dann sagt er, mein Erfolg, der hat ihn ja nachher als Rechtsberater und dann irgendwie mal als Co-Partner dazugenommen, als ich Charlie Munger kennengelernt habe. Und du kannst dir den Onassis, guck dir all die Biografien an, du kannst dir den Arnold Schwarzenegger anschauen. Und der Punkt ist, ich sage nicht immer, Mentoring kann also auch über ganz viele Jahre in einem Modeling bestehen. Also ein Arnold Schwarzenegger hat sich mehrere Jahre von Rec Park in seinem Auftreten in Filmen und in seinem Trainingsplan inspirieren lassen, bis er ihn mal persönlich kennengelernt hat. Also ich glaube, man kann einfach zusammengefasst sagen, definitiv hinter jedem Großen steht einer, und ich würde sogar so weit gehen, also wenn ich meine Mentoren, ob jetzt vom Autofahren, ob vom Skifahren, ob im Marketing, ob zum Unternehmertum, ich könnte sie heute alle gar nicht mehr zählen. Und das Interessante ist, wann immer ich mit erfolgreichen Menschen, das wäre für mich auch noch ein Prinzip, zusammen bin. Man hat ja vielleicht so die Vorstellung, ja, ich habe einen Mentor, wenn ich 30 bin und wenn ich 40 bin, bin ich dann erfolgreich. Die ich über viele Jahrzehnte beobachtet habe, die vielleicht mit 30 einen Mentor haben, ja, mit 40 drei und ja, mit 50 sechs. Ja. Und wenn sie richtig erfolgreich sind, sind sie mit 60 in 7 Masterminds, wo sie von anderen Leuten lernen und profitieren. Und ob man bereit ist, nicht nur sich mit Menschen zu umgeben, die erfolgreicher sind als man selbst. Ob man bereit ist, diese Menschen zu bewundern, statt zu beneiden. Ob man bereit ist, sich mit diesen Menschen zu identifizieren, ihnen weiterhin Gutes zu wünschen und für sich selbst zu überlegen, was kann ich davon lernen und bei mir selbst besser machen. Das hängt für mich, das ist schon fast ein Schlusswort, sehr stark von deinem Ego ab. Je mehr du dein Ego loslassen kannst, das ist meine Erfahrung, umso mehr trichtermäßig können wir von Menschen lernen, inspiriert werden, schneller wachsen, die in irgendwelchen Lebensbereichen schon weiter sind als wir. Warum ist Mentoring aus deiner Sicht einer der stärksten Erfolgsstrategien? Ja, Mentoring finde ich extrem wichtig. Und ich habe das eigentlich seit dem Start schon gehabt. Am Anfang nur ganz klein. Da gibt es so Organisationen von pensionierten Führungskräften. Das habe ich dann in der Schweiz in Anspruch genommen. Die haben mir ein bisschen geholfen. Und so hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Und als dann die Firma eine Millionenfirma war, das war eben so ab 1998, da hatte ich dann auch mehr Selbstvertrauen. Da bin ich nach Amerika gereist und habe dort die größten Hörbuchverlage besucht. Und dann wurde mein Mentor. Und dann gab es noch einen zweiten Mentor, der hat die größte Seminarfirma in Amerika aufgebaut und dann für viel Geld verkauft. Und der hatte auch einen Hörbuchverlag. Und er wurde mein zweiter Mentor. Und das war für mich eine große Inspiration und auch ein guter Ansporn. Also er war dann der hat dann mir 1999 gesagt, Alex, mach 5 Hörbücher pro Monat. Nicht 5 Hörbücher pro Jahr, mach 5 Hörbücher pro Monat. Und das war für mich dann der Punkt, eben um größer zu denken, die Chancen zu nutzen, die da sind. Und das bekommt man eben durch einen Mentor. Man bekommt Abkürzungen, man bekommt neue Einsichten. Man darf eben nicht einfach nur denken, ich kann alles besser. Nein, es gibt andere, die das besser können. Und es gibt immer noch Leute, die einen Schritt weiter sind oder mehrere Schritte weiter. Und die muss man suchen, auf sie zugehen, das Prinzip Ask anwenden und dann ja schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Es gibt natürlich dann auch immer viele Neins und so, aber ein paar Ja's. Und die helfen einem sehr stark weiter. Also ich bin
sehr stark überzeugt, dass man Mentoren braucht. Man sieht es ja auch bei den ganz großen Unternehmern, die jetzt ständig in den Medien sind. Die meisten von denen haben Mentoren. Also man, ich weiß noch, zum Beispiel Michael Dell von Dell Computer, Milliardenfirma. Bei ihm weiß ich, dass er immer 7 Mentoren hatte. Und ich höre es immer wieder, jetzt in Amerika ist es natürlich noch viel stärker verbreitet als hier im deutschen Sprachraum. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man das hat. Für mich ist Mentoring eine ganz persönliche Sache. Er sollte natürlich ein ganzheitliches und interdisziplinäres Wissen haben, wie man Menschen entwickelt. Deswegen, ich kann immer nur empfehlen, Mentoring ist eins, aber ich hab ja nie einen Mentor gehabt, aber ich habe mich unglaublich, ich bin so ein Analyst, überall reingearbeitet, gelesen, gemacht, zusammengesetzt, getestet oder verworfen, wenn es nicht funktioniert. Aber es gibt so viel Meinungen oder so viel Informationen, die nicht praxistauglich sind. Das ist mein Maßstab. Ja, ich würde es ein bisschen auch in Zweifel stellen, die Aussage, dass es eine der wichtigsten Erfolgsstrategien ist. Zunächst, Mentoring heißt nicht, dass ich nur von lebenden Personen lerne, die dafür auch noch Geld verlangen, sondern Mentoring kann auch bedeuten, dass ich mir alte Philosophen anschaue. Das Rad ist längst erfunden. Ob das alte Chinesen, Griechen oder Römer sind oder ob das ein Zen-Meister ist wie Thich Nhat Hanh, der ja erst jetzt vor einem Jahr gestorben ist. Und da habe ich sehr, sehr viele richtungsweisende Ideen bekommen, die eben nichts gekostet haben. Es gibt halt auch viele Trainer, die kein eigenes Unternehmen haben. Da sage ich immer, die haben das Kamasutra auswendig gelernt, aber sie kennen kein Mädchen. Ja. Also irgendwo sind sie doch Eunuchen geblieben. Ja. Die reine Theorie reicht halt nicht aus. Mentorship hat den riesengroßen Vorteil, dass Mentorship auf der einen Seite meistens eben nicht diese Vaterfigur ist, sondern dass wir in unserer heutigen Zeit das Glück haben, dass wir uns Mentorship von den besten Leuten oft auch einkaufen können. Wir können das auf eine günstige Art und Weise tun, und zwar indem wir Bücher kaufen. Ja, der Einstieg in 80-20 und alles Weitere, ich schaue mal gerade in mein Bücherregal hier, und alle Dinge, die ich lerne von Mentoren, sind letztlich am einfachsten durch Bücher oder durch Audiobooks oder durch diese ganzen Themen zu bekommen. Und ich glaube, da gibt es nichts Günstigeres als Bücher. Das ist die einfachste Form. Die zweite Form ist natürlich, es wäre schön, wenn jemand da wäre, der einen die ganze Zeit unterstützt. Aber die Leute, die erfolgreich sind, sind normalerweise nicht frei verfügbar und haben einen Bock, den Weg frei zu räumen. Sondern man muss immer auch das annehmen und muss sich das auch holen. Und ich denke, dass Mentorship im klassischen Sinne, dass ich dafür bezahle, den riesengroßen Vorteil hat, dass es wesentlich teurer ist. Also der größte Vorteil von bezahltem Mentorship ist das Commitment, dass ich letztendlich eingehe, weil ich eine Investition da rein tätige. Weil es ist viel einfacher, ein Buch für 10 Euro zu kaufen oder 20 Euro oder 30 Euro zu kaufen, zu sagen, Mensch, nette Idee, werde ich mich drum kümmern, setze ich auf jeden Fall um, es zur Seite zu legen und das nächste Buch in die Hand zu nehmen. Der Pain, der Schmerz ist nicht so besonders groß. Wenn ich aber sage, ich investiere 15, 15, 20, 25, 30, 50.000 Euro in Mentorship, in Leadership. Ich freue mich wahnsinnig, dass also du dir dieses Filmprojekt und diesen Film jetzt bis zum Ende angesehen hast. Und ich hoffe, du hattest einige augenöffnende Momente und einige Erkenntnisse, die du dir notiert hast, vielleicht in einem Ideenbuch oder auf einem Notizzettel. Und mein Wunsch an dich ist, bring diese Erkenntnisse, bring deine Ideen und die daraus abgeleiteten Ziele innerhalb von 62 Stunden in die Umsetzung, in die Handlung. Wenigstens einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Mein zweiter Appell an dich lautet, wenn dir der Film gefallen hat und du nur 2, 3, 5 Erkenntnisse aus diesem Film mitgenommen hast, dann empfehle diesen Film bitte an befreundete Unternehmer und Unternehmerinnen. Du wirst diesen Menschen vermutlich einen unglaublichen Gefallen tun, denn du förderst damit ihre Motivation, ihre Weiterbildung und gibst ihnen einige wichtige Erfolgsstrategien meiner Mentoren weiter, die sie in ihrem Unternehmen, in ihrem Unternehmen und in ihrem Unternehmerleben vermutlich massiv weiterbringen werden. Wenn du das für mich tun würdest, wäre ich dir sehr verbunden und auf ewig dankbar. Mein zweiter Appell an dich ist, wenn dir der Film gefallen hat und du jetzt Lust bekommen hast, die Interviews von einzelnen Mentoren dir vielleicht in kompletter Länge durchzulesen und anzusehen
Hol dir mein Buch Erfolgsfaktor Mentoring. Darin findest du die kompletten Interviews in abgetippter Version. Das heißt, du hast die Möglichkeit, mit einem Leuchtstift zu arbeiten, dir die wichtigsten Punkte nochmal zu markieren. Außerdem findest du hier drin zu jedem Mentor ein eigenes Kapitel zum Thema Business Coaching, Unternehmer-Mindset, Storytelling, Online-Marketing und so weiter und so weiter. Wie man mit E-Mail-Marketing und mehrstufigen Postkampagnen deutlich mehr Kunden gewinnt und letztendlich den Firmengewinn in seinem Unternehmen skalieren kann und sein Unternehmen auf Autopilot stellt. All das findest du hier im Buch auf über 284 Seiten, randvoll mit Content, mit Ideen, mit Strategien. Und ich würde mich freuen, wenn du dieses Buch entsprechend mit in deine Bibliothek stellst und die Informationen aus diesem Buch tatsächlich in deinem Leben als Unternehmer in die Umsetzung und ins Handeln bringst, sodass du deutlich mehr Erfolg hast. Wenn dir der Film gefallen hat, empfehle ihn bitte an Freunde und Bekannte, an befreundete Unternehmer weiter. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Mithilfe, dieses Filmprojekt möglichst vielen Unternehmern zugänglich zu machen. Und freue mich drauf, falls wir irgendwann mal in persönlichen Kontakt sind, miteinander telefonieren bei einer Tasse Kaffee und ich dir persönlich weiterhelfen kann. Dein Business Mentor und Coach Thorsten Schäffer.